Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bauen wir endlich wieder einen 70 Kubikzylinder ein. Booster steht hier schon bereit. 79 Kubikzylinder habe ich gerade eben geholt. Philipp auch am Start. Philipp mal wieder am Schrauben. Was auch sonst, ne? Ja. Ist ja einen neuen Schnellgasgriff geholt, ne? Häng. Motor muss diesmal nicht raus, habe ich gar keinen Bock drauf. Wir bauen einfach die ganze Verkleidung ab, das ist schneller. Und wechseln dann den Zylinder und dann geht's zum Spot, ne? Gut, ich baue mal die Karre auseinander. soweit habe ich jetzt schon mal alles abgeschraubt. Auspuff liegt da, Abdeckungen sind ab. Heißt, ich muss jetzt rein theoretisch nur noch diese vier Schrauben lösen, alles abziehen, dann den Zylinder auspacken. Das machen wir jetzt gleich, aber auch erstmal direkt, wenn der Herr hier fertig ist. A few moments later. Was haben wir hier? Unschwer zu erkennen, DR70. Also auf jeden Fall DR. Philipp übernimmt jetzt mal Kamera. So. Ui. Oh, verliebt. Ui. Boah, schön, schön. Boah, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass ich mir einen neuen Zylinder gekauft habe, ne? Ich hoffe, das schiebt doch gleich schön. Ja, Sticker, kommt gleich auch noch aus dem Bett. Dichtrad, Zylinderkopf. Und ist natürlich noch das Allerwichtigste. Lötkolben. Verarbeitung war zwar auch mal besser. Ja, aber der Preis ist ja auch runtergegangen, ne? Ja, ich glaube, ich habe jetzt 114 Euro bezahlt dafür. Früher war der irgendwie bei 150 oder so. Mhm. Sei bloß vorsichtig! Boah, Junge, ich find's krass, aber auch wie groß das so, also wie noch nicht ausgeleiert der Kolbenring ist, so gefühlt bei manchen Zylindern, also zum Beispiel jetzt bei dem MHR, waren die Kolbenringe gefühlt schon so drauf, die musstest du nur noch ganz leicht zusammendrücken und dann waren die drin. Also das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, sind uns schon ein Stückchen entgegengekommen, ne? Hallo. Bis ich fliege. So. Haben wir das Ding. Hammer den Jochen. Da ist er doch. Ich finde es immer schön, diesen Vergleich zwischen 50 und 70 Kubik. Aua. Ah, hat mich gebissen, die Hose. Ja, voll neu, ne? Hol den Simplex. Ich wollte auch nochmal anmerken, dass das hier kein Tutorial ist, wie man es machen soll. Geht's? Oh. Aua. Nee, der muss noch was. Hä? Der muss noch was reden. Ja, der muss noch was, ich weiß. Ja. Oh. Ja, gar nicht anstrengend zum Glück. Flo, der muss nur ein Millimeterchen. Nee. Ja. Nein. Oh, jetzt noch der Müll, ne? Der vergeht schnell ab, ne? Ja. So, ist alles drin. Und ich würde sagen, da die GoPro 61. kaum noch Akku hat, schrauben wir jetzt hier die Membran um, da drauf. Und dann stecken wir den Zylinder noch drauf, da melden wir uns dann noch mal kurz. Und dann sehen wir uns beim First Run danach. Das Zusammenbauen interessiert eh keinen. Nee. So, Zylinder ist vorbereitet. Da. Jetzt hier hinten noch die... Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob das mit dem Stehbolzen passt. Egal, wir werden es herausfinden. Bin ich dann noch mit dem Clip richtig? Mit dem Pin? Ja. Oh. Scheiße. Ja doch, aber müsste passen. Ja. Ja. Nice. Ja. Super. Dreht sich einwandfrei. Quetschkante, hier messen.
Bei einem Gusszylinder. So, neue Dichtung. Der Kopf dürfte aber nicht passen, sage ich. Wulst immer schön nach oben, ne? Hat zwei Seiten, ne? Die Wulst immer nach oben. Der Kopf. So rum und der dürfte jetzt aber nicht passen. Ja. Das ist korrekt. Da das derselbe ist, nehme ich einfach den. Ja, ich habe den hier schon aufgebaut, das sieht man auch, glaube ich. Ach so, ja, ja, ja. Und der passt jetzt hier einwandfrei drauf, deswegen. So, Drehmomentarm sagt ja. Ja. Gut, Kompression haben wir mehr als genug. Die auch man hört. Ich baue jetzt den ganzen Rest zusammen und dann sehen wir uns nachher, wenn die zusammengebaut ist und läuft. Oder dann halt nicht. Wenn sie nicht läuft, sehen wir uns nicht. Hatte Jana. So, jetzt sind wir soweit. Alles wieder zusammengebaut. Auspuff ist drauf, alle Abdeckungen, Vergaser und der Luftfilter. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ja, eins. Zwei Kicks, Junge. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich baue jetzt noch weiter zusammen und dann sehen wir uns gleich. Bei einer kleinen Probefahrt, ich habe zwar nur noch 52% Akku. Ich muss mal gucken, ob ansonsten nehme ich es mit dem Handy auf, irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass ihr noch seht, wie sie fährt, wie sie läuft und so. Ganz wichtig natürlich noch einfahren, aber ansonsten würde ich sagen, war es das mit dem Video. Jetzt gleich am Ende kommt noch irgendwas zum Schluss und dann werde ich mich auch verabschieden. Für mich ist das jetzt noch ein paar Minütchen hin, deswegen sage ich das so, ja. Ja. Aber an sich läuft die echt gut. Damit würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.